I suppose I'm interested in the darker aspects of human nature. Ich glaube, das ist einfach so das Thema an sich, was einfach so dieses Mystische hat, was einem so in seinen Bann zieht. Ein durchaus abgefahrener Ort für eine Premiere. Zum Streaming-Start der ersten Staffel der Serie Die Chemie des Todes auf Paramount Plus präsentierten Hauptdarsteller Harry Treadaway, Nebendarsteller Hardy Krüger Jr. und Romanautor Simon Beckett die erste Folge in einem fahrenden ICE. Die Zugfahrt von Hamburg nach Berlin war der Startschuss für die Kooperation von Paramount Plus mit der Deutschen Bahn. Denn bis zum 31. März 2023 können Bahnreisende ausgewählte Filme und Serien des Streamingdienstes im ICE-Portal anschauen. Wie die Thriller-Serie Die Chemie des Todes. Darin beginnt der forensische Anthropologe Dr. David Hunter nach einem tragischen Schicksalsschlag ein neues Leben als Hausarzt in der englischen Provinz. Als dort eine verstümmelte Leiche entdeckt wird, bittet die örtliche Polizei Hunter um Hilfe. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn schon bald taucht eine weitere Leiche auf. Knochen zeichnen alles auf. Die 6 Folgen von Staffel 1 umfassen die Ereignisse aus Simon Becketts ersten beiden David Hunter Romanen Die Chemie des Todes und Kalte Asche. Hello Simon, what does it mean to you that your novel is now adapted as a series? It's terrific. It's culmination of a process that's been going on for quite a long time now. It's one of those things that you hope it will happen, but sometimes it seems it never will, so the fact I'm here now is great. And what fascinates you most about writing crime stories? I suppose I'm interested in the darker aspects of human nature, shall we say. So it's looking at why people do things, what can drive people to certain actions, and turning the stone over sometimes and seeing what's underneath it. And what would you say is the most fascinating aspect about the series, the chemistry of that? Good question. Certainly, I've not seen all the series yet, but I think certainly for the books, I think it's the character of David Hunter who's been badly damaged by a tragedy in his own life and yet feels compelled to continue with work he sometimes finds difficult. And I think the forensic aspects, I certainly find them interesting because I think it's a side of life that most people don't really know too much about, and I think so you've been given a small glimpse into aspects of life that we don't normally see. And what do you think, where comes this fascination for crime stories from? I'm not really sure, to be honest, but it's nothing, I don't think it's anything new. I mean, if you look back to, you know, even Shakespeare, there were crimes in those. I think it's almost, I mean, certainly with thrillers, I think it's almost like the same sort of appeal as with a roller coaster. You're getting the experience of thrills and danger, but from the safety of your own armchair, if you like. Thank you very much. Die mögen es nicht, wenn Fremde ihnen Fragen stellen. Und auf manche Fragen gibt's keine Antwort. Hallo Hardy, was kannst du uns denn über deine Rolle in der Serie erzählen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen? Ich bin Teil einer Gruppe Fischer, die da arbeiten und irgendwie damit verstrickt sind. Und man weiß aber nicht so ganz genau, in welche Rolle die eigentlich da wirklich spielen. Aber so ein gestrandeter, etwas fertiger, kaputter Fischer. So, ja. Und gab es da vielleicht für dich auch eine besondere schauspielerische Herausforderung? Naja, es war natürlich irgendwie toll, jetzt einfach ein Teil einer schottischen Crew zu sein und einfach auch mal in Englisch spielen zu können und wieder mal eine internationale Produktion zu machen. Also, und Simon Beckett, da bin ich ein großer Fan von und ich finde die Umsetzung großartig und das ist natürlich irgendwie für mich einfach schön, andere Dinge mal zu spielen als das, was man sonst kennt. Und was würdest du sagen, ist vielleicht auch so das Faszinierendste an dieser Serie, Die Chemie des Todes?
Naja, dass das einfach so was Mystisches irgendwie hat und dass man, ja, dass es eine ganz besondere Atmosphäre hat. Die Bücher von Simon Beckett und insbesondere halt die David Hunter-Reihe sind ja sehr, sehr populär. Was glaubst du, woher kommt so dieses Interesse an diesen Stoffen? Es ist einfach verdammt gut geschrieben. Einfach sehr spannend gemacht und auch sehr gut umgesetzt. Und generell ist es ja so, dass also viele sehr, sehr oft solche Crime-Geschichten gucken und man ja irgendwie so eine gewisse Faszination für solche düsteren Geschichten hat. Was glaubst du, woher kommt das so generell? Ja, ich glaube, das ist einfach so das Thema an sich, was einfach so dieses Mystische hat, was einem so in seinen Bann zieht. Und das hat es ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr solche Geschichten gegeben und die Leute lieben das. Ja. Genau, und würdest du auch vielleicht sagen, dass gerade solche Streaming-Dienste eben da auch dazu beitragen, dass man natürlich viel innovativer und viel breiter solche Geschichten erzählen kann? Man hat mehr Zeit, die Geschichten zu erzählen und vor allem für die Zuschauer ist es so, man kann natürlich irgendwie ein ganzes Wochenende damit verbringen, irgendwie mehrere Staffeln hintereinander zu schauen. Das ist natürlich geil. Die Chemie des Todes läuft seit 12. Januar auf Paramount+.